Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute bin ich eigentlich eher davon ausgegangen, dass Herr Wanzner über den 1. Mai redet. Dann ist es ein bisschen Karneval, aber der Karnevalist scheint ja heute nicht da zu sein. Das ist vielleicht auch gut so. Wir reden heute über etwas Ernsthaftes, nämlich über den Tag der Arbeit. Der Tag der Arbeit gehört zu den wichtigsten Feiertagen mit politischem Charakter. Wie an keinem anderen Tag wird am 1. Mai über die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse, über den Wert der Arbeit an sich und über Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Menschen diskutiert. Wie es sich für einen Feiertag auch gehört, werden auch die Errungenschaften der Arbeiterbewegung gefeiert. Das ist ein schöner Tag mit einer wichtigen politischen Botschaft. Angesichts der turbokapitalistischen Zeiten, in denen wir leben, ist der Tag der Arbeit heute wichtiger als denn je. Wir leben in einer Zeit, in der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer trotz einer Vollzeitstelle aufstocken gehen müssen. Wir leben in einer Zeit, in der die Rechte der Beschäftigten kontinuierlich beschnitten werden. Wir leben in einer Zeit, in der die Stammbelegschaften immer wieder gegen Leiharbeiterinnen ausgespielt werden. Wir leben in einer Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der 45 volle Erwerbsjahre oftmals nicht mehr ausreichen, um ein würdiges Leben im Alter zu führen. Wir leben in einer Zeit, in der ein Stundenlohn von 8,50 Euro als Triumph der Arbeiterbewegung verkauft wird. Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben in einer Zeit, in der die arbeitende und arbeitslose Bevölkerung in Deutschland von der Politik stiefmütterlich behandelt wird. Insofern sind Kundgebungen, Proteste und Feierlichkeiten zu diesem Thema eine wichtige Auseinandersetzung mit der aktuellen politischen Entwicklung. Wir brauchen diese Feierlichkeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen, da sie eine wichtige und akute gesellschaftliche Herausforderung in den Mittelpunkt rücken. Die überwältigende Mehrheit der Demonstrierenden am 1. Mai möchte am Tag der Arbeit friedlich auf den gefährdeten Stellenwert der Erwerbsarbeit aufmerksam machen. Leider kommt es neben den politischen Demonstrationen seit den 80er Jahren auch zu regelmäßigen Ausschreitungen in Kreuzberg. Meine Damen und Herren, man muss zu den Anfängen im Jahr 2003 zurückgehen, um die Bedeutung des Maifestes für einen friedlichen Tag der Arbeit zu begreifen. Die Berlinerinnen und Berliner hatten verstanden, dass die ritualisierte Gewalt am 1. Mai nur verhindert werden kann, wenn Senat, Bezirk und die Kreuzberger Zivilgesellschaft an einem Strang ziehen. Infolgedessen haben Anwohnerinnen, Gewerbetreibende und zivilgesellschaftliche Initiativen das Kreuzberger Maifest ins Leben gerufen. Mit dieser Initiative bilden die Aktivistinnen und Aktivisten der Initiative ein Gegenpol zu den gewalttätigen Ausschreitungen. Zusammen mit der neu eingeführten Deeskalationsstrategie der Polizei war das die Voraussetzung dafür, dass der 1. Mai in den folgenden Jahren weitgehend befriedet werden konnte. Auch wegen der Maifestfeierlichkeiten ist die Gewalt am 1. Mai deutlich zurückgegangen. Zudem erfreut sich das Fest eines regen Andrangs. Es bietet ein breites kulturelles Angebot auf zahlreichen Bühnen und spiegelt den Charakter unserer Hauptstadt sehr gut wider. Ob die zunehmende Beliebtheit des Maifests der politischen Botschaft zugunsten besserer Arbeitsbedingungen zugutekommt, darüber kann man sicherlich streiten. Ich glaube, dass der politische Charakter des Festes an diesem besonderen Tag wieder gestärkt werden sollte. Daran müssen alle Beteiligten, aber auch alle Beteiligten gemeinsam arbeiten.
Allerdings, das Maifest ist als friedliche, gewaltlose Gegenveranstaltung nach wie vor ein Erfolgsmodell. Und auch das ist eine politische Funktion, die man würdigen muss, meine Damen und Herren. Dieses Erfolgsmodell wird übrigens auch von allen Seiten gewürdigt. Selbst die Polizei führt den Rückgang der Krawalle auf das friedliche Maifest zurück. Das alles muss man sich bewusst machen, um zu begreifen, was tatsächlich auf dem Spiel steht. Man sollte eigentlich davon ausgehen, dass dieses Erfolgsmodell vom Senat vollumfänglich unterstützt wird. Leider stellt sich die Realität etwas anders dar. Die Polizei kündigt die Vereinbarung auf, das Maifest unter den Schutz des Versammlungsrechts zu stellen. Und es beginnt ein monatelanges und unwürdiges Schwarzer-Peter-Spiel zwischen Innensenator und Bezirk. Ich glaube, dass der Innensenator allen Grund hat, sich für ein Gelingen des Festes einzusetzen, anstatt sich hinter juristischen Problemen zu verstecken und die Verantwortung auf den Bezirk abzuwälzen. Wer mit dem Maifest seine parteitaktischen Spielchen spielt, der handelt fahrlässig und gefährlich. Und genau das werfe ich dem Innensenator, genau das werfe ich Ihnen, Herr Henkel, vor, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nun scheint es eine Lösung für das Zustandekommen des Maifestes in diesem Jahr zu geben. Dies begrüßen wir selbstverständlich auch ausdrücklich. Ob das in der Praxis funktionieren wird, wird man sehen. Der Senat ist jedenfalls gut beraten, sich hierfür aktiv einzusetzen. Egal wie der Senat zur Botschaft des Tages der Arbeit steht, er muss zumindest die gewaltpräventive Wirkung eingestehen. Allein diese Motivation sollte doch ausreichen, um das Fest nicht nur in diesem Jahr, sondern für die kommenden Jahre auch sicherzustellen. Das ist übrigens auch das, was wir als Oppositionsfraktionen seit geraumer Zeit fordern. Sonst haben wir jedes Jahr dasselbe Theaterstück wie in den vergangenen Jahren. An der Stelle vielleicht angemeldet werden hätte Maifest von dem zuständigen Stadtrat, von Herrn Peter Beckers, nicht von Frau Herrmann. Damit wir das Theaterstück dort nicht fortsetzen, ist selbstverständlich an der Stelle Herr Henkel insbesondere gefragt. Als Innensenator dieser Stadt ist es Ihre Pflicht und Aufgabe, für Sicherheit in dieser Stadt zu sorgen. Und dazu gehört am 1. Mai nun mal ein funktionierendes politisches Maifest. Ich bin froh, dass die Oppositionsfraktionen diese wichtige Frage unermüdlich ansprechen und hoffe sehr, dass wir dem Ziel eines dauerhaften Maifestes in absehbarer Zeit ein Stück weit näher kommen. Insofern werbe ich hier noch einmal für die Unterstützung unseres Antrages. Herzlichen Dank.